Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Lesemonat Juli 2021. By the way, wundert euch nicht über den anderen Hintergrund. Es kann sein, dass in den nächsten Videos der Hintergrund mal anders wird, also einfach ignorieren. Wie schon im Titel erwähnt, ist das hier ein sozusagen Mini-Lesemonat. Also ich habe quasi nur 3 Bücher gelesen, obwohl ich nicht sagen will nur, weil das ist ja für jeden anders, aber für meine Verhältnisse ist das eher weniger. Aber ja, dafür werde ich über 2 der 3 Bücher noch mehr erzählen, als ich sonst tue. Ich würde sagen, lass uns anfangen. Los geht's! So, das erste Buch, das ich beendet habe im letzten Monat, ist Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. Das heißt, der 3. Teil von Harry Potter auf Englisch. Ich glaube, in den letzten Lesemonaten hat man gesehen, dass ich auch die ersten 2 Bücher schon gelesen habe. Bis Harry Potter will und kann ich auch nicht viel dazu sagen. Ist halt gerade das Buch, das ich kontinuierlich nebenbei lese. Das heißt, vielleicht im nächsten Lesemonat kommt dann das 4. Buch. Genau. Wollte ich einfach nur erwähnt haben, dass ich das eben gelesen habe. Dann kommen wir zu einem Buch, das sehr gehypt wird in letzter Zeit auf Booktop, sowie auf Booktube, sowie eigentlich überall, wo Bücher präsent sind. Und zwar ist das Der Song des Achill von Madeline Miller. Und look how shiny and cool the cover is. I love it. Und genau, ich habe es logischerweise auf Deutsch gelesen. Es handelt sich hierbei um die 2 Jungs, Patroklos und Achill, die eben durch bestimmte Geschehnisse sich treffen und Freunde werden und eventuell noch mehr. Ich mag auch sehr den Ort und die Zeit, in dem die Story stattfindet. Ich wusste allerdings auch, dass es ein Heartbreak wird, also eine traurige Love Story, weil ich eben schon so viel gehört habe. Trotzdem habe ich es gelesen und ich muss auch sagen, während ich es gelesen habe, war es schon nice. Also wir sehen so diese beiden Jungs aufwachsen. Am Anfang fand ich es ein bisschen komisch, dass sie so jung waren. Aber im Laufe des Buches werden die wirklich 10 Jahre älter. Ja, das war dann ganz okay. Und ja, diese Basic-Sachen wie der Schreibstil, die Beschreibungen des Ortes und auch das Gefühl der damaligen Zeit wurde hier, finde ich, sehr gut rübergebracht und sehr schön beschrieben. Man konnte es sehr gut lesen und auch sehr schnell lesen. Allerdings habe ich einen Kritikpunkt. Und zwar das Ende. Keine Sorge, ich werde jetzt nicht spoilern, aber es hat mich einfach es hat mich einfach aufgeregt. Wir kennen mich vor allem diese 2 Hauptcharaktere kennen und wissen so ungefähr, wie die ticken. Aber dann gegen Ende ändert sich das auf einmal so dramatisch und dann durch irgendwelche dummen Fehler oder Charaktereigenschaften, die auf einmal komplett ignoriert werden oder sich auf einmal ändern, passieren dann einfach dumme Sachen, die einem aufregen. Also ich habe mich wirklich selten so krass aufgeregt, als ich das Ende der Story gelesen habe, so ungefähr die letzten 100 Seiten. Da dachte ich mir nämlich so, oh, das ist so unnötig, dass das gerade passiert. Es hätte einfach so viel besser enden können. Und ja, das fand ich dann so ein bisschen, so von einem auf den anderen Moment, so ein bisschen zu viel. Und was ich auch noch ein bisschen zu kritisieren habe, beziehungsweise was ich finde, hätte besser sein können, war, also natürlich, das ist jetzt wirklich nicht ein Spoiler, weil das weiß irgendwie jeder, es endet natürlich jetzt nicht so happy. Aber trotzdem habe ich schon oft erlebt, dass in Büchern, obwohl es nicht so happy endet, ein gewisses Gefühl herrscht, okay, wenigstens ist das und das okay. Apart from that one big thing that sucks, kann ich damit leben, weißt du? Aber hier war das mega unsatisfying irgendwie. Bevor dem traurigen Ende war es halt auch so, dass sie zum Beispiel alle noch Streit hatten irgendwie, oder ihre Beziehungen einfach den Bach runtergingen. Es war einfach alles so ein komisches Unwohlgefühl, das man nicht gerne hat. Das heißt, insgesamt, ich fand das Buch schon sehr gut. Allerdings waren die letzten 100 Seiten einfach a pain in the fucking ass. Also die plötzlichen Umstellungen der Charaktere und eben dieses unwohlige Gefühl am Ende, das hat mir nicht so gefallen. Aber sonst finde ich eine schöne Love Story, gerade auch in dieser Zeit damals. Als nächstes haben wir Am Ufer des Rio Pietra saß ich und weinte. Ein sehr langer Titel von Paulo Coelho. Ich glaube, die meisten kennen ihn
von dem Buch Der Alchemist, das ich selber noch gar nicht gelesen habe, Shame on Me. Aber genau das habe ich eben gefunden auf dem Dachboden. Deswegen habe ich das jetzt halt zuerst gelesen. Es geht basically um zwei Jugendfreunde, die ab und zu immer wieder Briefe hin und her geschickt haben und sich dann später wieder treffen. Und bei diesem Treffen, das ungefähr eine Woche lang andauert, passiert sehr viel Lebensveränderndes für beide Personen. Und es ist eben auch eine Liebesgeschichte. Ich finde, gerade zu Anfang hatte es sehr viel auch inspirierende Passagen, die einem zum Andenken angeregt haben, die nicht unbedingt so klischeehaft sind. Genau. Gegen Ende wurde das dann weniger. Ich muss auch sagen, das war ein sehr religiöses Buch, beziehungsweise in dem Buch spielt die Religion, also das Christentum, eine größere Rolle. Und obwohl ich selber nicht gläubig bin, fand ich es trotzdem ganz okay. Also man konnte es trotzdem lesen, es hat jetzt irgendwie nicht krass gestört. Aber gegen Ende wurde es nochmal sehr viel mit dem Religiösen. Vielleicht war auch das der Grund, warum ich gegen Ende ein bisschen verwirrter war. Was ich auch noch gut an dem Buch fand, war, dass die Frau in dem Buch Ängste gezeigt hat, zu denen man relaten konnte. Da habe ich schon ein paar Mal gesagt, oh ja, das verstehe ich, das kann ich nachvollziehen. Und es geht immer wieder um den Kampf mit der anderen, also der Person, die sie davor war. Also davor hat sie studiert, davor waren ihr ganz andere Sachen wichtig. Und diese Woche, die sie mit ihrem Jugendfreund verbracht hat, hat eben eine neue, bessere Version in ihr herausgebracht. Das fand ich eben auch ganz gut und schön beschrieben. Vielleicht ist das auch ein bisschen verglichen mit dem inneren Kind. Aber genau, das fand ich eben auch schön. Und ich fand es auch sogar, auch der Kampf und die Ängste, gerade für eine Frau, sehr realitätsnah. Allerdings, wie schon erwähnt, fand ich es gegen Ende ein bisschen anstrengend und verwirrend. Also gegen Ende habe ich mich auch schwer getan, da weiterzulesen. Also so die letzten 100 Seiten. Da musste ich mich wirklich ein bisschen durchrangen, das zu Ende zu lesen. Also es war irgendwie ein bisschen langarmig. Man hat gedacht, okay, kann es jetzt mal zum Ende kommen? Weil irgendwie so eine Frage offen im Raum war und dann war da irgendwie eine ganz lange Denk- oder Diskussionsphase, wo ich mir manchmal dachte, okay, ist jetzt auch gut, kommen wir jetzt mal langsam zum Punkt. Und was ich auch fand, was immer mehr geworden ist Richtung Ende, es ist irgendwie, es gibt manche Passagen, die sehr kitschig sind, was nicht so mein Geschmack ist. Also das ist wirklich so, okay, also ich weiß nicht, das war mir dann ein bisschen zu kitschig. Und mein letzter Punkt ist, dass ich mir noch mehr gewünscht hätte, dass vielleicht mehr von der Background-Story gekommen ist. Weil wir wissen, die zwei kennen sich aus ihrer Jugend, aber mehr wissen wir da noch nicht. Und dann auf einmal treffen die sich, versuchen so sich selbst zu finden, aber auch die Liebe zueinander. Aber ich finde, man hätte, glaube ich, mehr relaten können oder das mehr nachvollziehen können, wenn man noch mehr Background-Story hätte. Das hätte ich mir einfach noch gewünscht. Insgesamt fand ich es schon gut, aber ich würde es jetzt nicht unbedingt nochmal lesen, vor allem weil es eben ab Mitte, ab Hälfte sehr stark religiös wird, was mich auch ein bisschen verwirrt. Wahrscheinlich, weil ich es einfach nicht so gut verstehe oder nachvollziehen kann. Und es eben auch langarmig wird und ein bisschen kitschig. Da hat mir der Anfang oder die erste Hälfte noch besser gefallen. Die erste Hälfte war eigentlich gut und auch inspirierend. Das heißt, ich würde sagen, das ist so mittelmäßig. Also würde ich nicht unbedingt weiterempfehlen, aber war jetzt auch nicht schlecht. So, das war es jetzt auch schon. Es waren 3 Bücher, 2 Bücher davon habe ich beschrieben. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr gelesen habt oder ob ihr die Bücher schon gelesen habt oder was ihr noch lesen wollt. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao!